Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Ich habe die Karten schon ausgelegt, wird auch gleich in die Deutung gehen. Du bedenkst bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit dir in Resonanz gehen. In der heutigen Tagesbotschaft zeigt sich hier ein Hinweis, der dir sagen möchte, dass egal, was gerade in deinem Leben passiert, was läuft oder auch nicht läuft. Bitte akzeptiere das, was du nicht ändern kannst gerade und bleibe oder geh in eine gewisse Passivität. Es müsste sich hier um eine oder vielleicht auch mehrere Angelegenheiten handeln, in denen du vielleicht auch schon eine ganze Weile immer sehr aktiv versucht hast, etwas zu ändern, zu lösen, also auch in die Bewegung zu bringen, in die Aktivität zu bringen. Und es kann gut möglich sein, dass du immer von außen wie Steine in den Weg gelegt bekommen hast und dir wirklich so die Frage gestellt hast, was soll das denn? Warum komme ich denn hier nicht vorwärts? Es kann auch sein, dass du dich ja allgemein so ein bisschen vom Schicksal ausgeschlossen oder nicht gesehen gefühlt hast, zumindest nicht, was positive Ereignisse und Veränderungen angehen, sondern dass du dich ja wahrscheinlich eher nicht gesehen gefühlt hast, wenn es darum geht, dass in deinem Leben hier wirklich etwas sich zum Guten wendet. Und es könnte sich bei dir eine gewisse Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit, ein Gefühl des ungerecht behandelt werden, ein Gefühl der Traurigkeit, der Machtlosigkeit eingestellt haben. Und solltest du das gerade in irgendeiner Situation oder allgemein bei dir im Leben spüren, dann ist hier der Hinweis, dass du das bitte gerade so akzeptieren sollst, egal um was es hier geht. Also wenn du in einer Angelegenheit, ne, egal ob jetzt zwischenmenschliche Verbindung, beruflich, privat, gesundheitlich, irgendwo nicht weiterkommst, dann hat sich die geistige Welt etwas dabei gedacht, auch wenn sich das für dich momentan als sehr ungerecht anfühlt, weil du hier das Gefühl hast, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du kommst vielleicht auch noch nicht genau dahinter, was man dir hier eigentlich sagen möchte. Es geht aber auf jeden Fall darum, dass egal um was es hier geht und sich dir der Sinn noch nicht zeigt, dass hier ein Neubeginn, neue Kraft, neue Stärke, neues Potenzial und auch ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen auf dich zukommen wird, auch wenn du das momentan noch nicht sehen kannst. Oder es kommt heute bereits ein Ausgleich, wenn du in der Vergangenheit in so einer Situation warst, dass du dich absolut ungerecht behandelt gefühlt hast, dass irgendetwas nicht vorwärts ging, dass du immer das Gefühl hattest zu stagnieren, ausgeschlossen zu sein, immer kämpfen zu müssen, etc. Solltest du aber heute noch nicht den Ausgleich kriegen, sagen dir wirklich die Karten, bitte nimm es so an. Ergib dich. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, ne? Aber manchmal ist es einfach so, da gibt es da auch dieses Sprichwort, gib mir die Gelassenheit, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ich weiß, mir fällt es jetzt gerade gar nicht richtig ein. Ach, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und das eine oder die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So ähnlich ging es doch, ne? Und das wäre hier tatsächlich so ein Hinweis, wenn du hier in einer Situation bist, in der du dich so fühlen könntest. Es wird hier auf jeden Fall von außen, ob das nun heute ist oder in der Zukunft, dann aber in der nahen Zukunft, wird sich dir dieser Sinn dieser Situation definitiv offenbaren. Wir haben nämlich hier den Gehängten, der dich auffordert, eine Sichtweise zu ändern. Und der Wagen gibt dir neuen Mut oder die Hilfe und den Rückenwind in dieser Angelegenheit auch den Sinn zu erkennen. Es wird auf jeden Fall für das, was du gerade durchmachst,
ein gerechter Lohn auf dich warten, in Anführungsstrichen. Und hier liegt auch ein Neubeginn, hier liegt Leichtigkeit, ne? Hier liegt Neubeginn, Wachstum, neue Kraft, Stärke und das ausgewogene Prinzip. Aber bitte kämpfe nicht mehr gegen eine Situation an, die du nicht ändern kannst. Dein Gefühl wird dir sagen, ob du in so einer Situation bist oder eben nicht. Genau, ihr Lieben. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich würde gerne mal noch ein, zwei Lenormand-Karten springen lassen für die aktuelle Tagesbotschaft. Gerne mal noch ein, zwei Lenormand-Karten. Welche Botschaft wird hier noch wichtig? Ja, es geht um das Thema Geduld, auch wenn man es immer nicht hören kann. Aber es geht auch um Wachstum, Kraft, Stärke, wie ich das ja auch schon sagte. Und der Baum ist eine Heilungsenergie. Also es wird Heilung in eine Situation kommen und du wirst hier auch in eine neue Energie kommen. Es geht darum, etwas Negatives in etwas Positives zu wandeln. Und ja, also hier kommt definitiv ein positiver Wandel rein und Heilung. Der Baum steht für Stabilität, Beständigkeit und Wachstum. Eine Karte mal bitte noch. Der Turm und der Anker. Ja, es geht darum, Weisheit zu erlangen, in einen Rückzug zu gehen, in die Stabilität zu kommen. Und ich glaube, es geht auch darum, dein Leben nochmal genauer zu überprüfen. Woran willst du festhalten und woran nicht? Auf der anderen Seite, auf der gesundheitlichen Ebene, haben wir hier das Thema Hüfte und Rücken. Da könnte es auch nochmal sein, dass sich hier so machtlose Zustände auf der gesundheitlichen Ebene im Bereich des Rückens und der Hüfte zeigen. Und auch da ist hier der Hinweis dann gegeben, dass hier, auch hier, Halswirbelsäule und karmischer Ausgleich. Hier kommt neues Vertrauen rein. Guckt euch das mal an. Hier kommt neues Vertrauen in eine Situation. Beziehungsweise könnte es sein, dass du lernen sollst zu vertrauen, dass du lernen sollst, der geistigen Welt zu vertrauen, wie ich das vorhin auch schon sagte, Dinge halt wirklich so anzunehmen, wie sie sind, dich nicht dagegen zu wehren, sondern wirklich zu vertrauen, auch wenn es vielleicht gerade schwer ist, aber ein Sinn wird sich hier zeigen und du kommst in neue Kraft und Stärke. Es geht um Überprüfung, es geht um Vertrauen, es geht um eine Neubewertung, es geht um einen Neubeginn und wie gesagt, neue Kraft und Stärke, die sich hier zeigen wird. Ja, genau, ihr Lieben. Und auf der gesundheitlichen Ebene kommt hier auch Heilung rein. Ja. Jetzt überlege ich, ob ich hier noch irgendwie eine Zusatzkarte springen lasse, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist alles gesagt. Geh ins Vertrauen. Der Gehängte ist ja auch eine Fische-Energie, eine Neptun-Energie. Und Neptun ist das 12. Haus, was ja auch der geistigen Welt zugeordnet wird. Und man denkt sich hier etwas dabei. Es bringt dich auf eine neue Stufe, auch wenn du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.